Ja, und wie ich schon angekündigt habe, wir wechseln jetzt wieder, beziehungsweise wir spielen in dieser Folge mal wieder Jacob. Und werden als erstes, bevor wir die Befreiung Lambeth starten, mal den letzten Aussichtspunkt hier holen. Und bevor wir das machen, werden wir uns erstmal den Fähigkeiten nochmal ganz kurz von Jacob widmen. Denn der hat ja einiges noch nicht gemacht, weil wir länger hier gespielt haben. Das heißt, wir haben 5 Fertigkeitspunkte. Punkte müssen wir mal gucken, was wir jetzt so gebrauchen können von ihm, ne? Zum Beispiel schlechter 2. Den nächsten Angriff, der einen Gegner automatisch ebenfalls an den Rand bringt, nehmen wir. So, und was wir auf jeden Fall noch brauchen, was ist das? Konterboost. Konterangriffe haben einen längeren Zeitfenster und richten mehr Schaden an. Ja, das nehmen wir doch. Oder was haben wir hier? Verstümmel 1. Erfolgreiche Angriffe bringen Gegner schneller an den Rand des Todes. Ich muss gerade gucken, wir müssen sowieso 4 investieren. Das heißt, wir investieren jetzt erstmal in den Konterboost. Den nächsten, den wir bekommen, in das erste verstümmeln. Und dann können wir irgendwann das zweite machen. Ist das ein Plan, Leute? Ich denke, das ist ein Plan, ne? Von daher ganz gut. So, kommen wir eigentlich hier schon irgendwie rüber? Kommen wir tatsächlich. Voll gut. Dann geht das auch relativ schnell hier mit dem Aussichtspunkt. Kann ich mit leben. Abstand zur Fracht verringern. Ja, ich wollte den Wagen nicht entführen. Da bin ich eben nur aus Versehen reingeraten. Wie das so ist manchmal, ne? Oh, was haben wir denn da? Was ist das Schönes? Und ein Kästchen. Was ist drin? Oh, ein Assassin's Creed Zeichen. Ein Assassin's Zeichen. Und was ist das jetzt? Fundstücke. Ryuges Schatzkammer. Oder Reuges. Ich weiß es nicht. Okay. Das ist ja interessant. Wo wir das gefunden haben. Ich weiß nicht, was das ist. Aber wir werden es bestimmt noch herausfinden. Aber erstmal sündern. Schöne Musik. Jo, so, runter. Und jetzt gucken wir mal, was hier so als nächstes dran ist. So, Gangquartier. Perfekt. Richtige Aufgabe für Jacob. Einfach metzeln. Das kriege ich noch hin, denke ich. Ein Händler für zwischendrin wäre ganz gut. Ah, ne, hier will ich nicht schon wieder lang. So, hoch. Das finde ich übrigens gerade ein bisschen schade, wie es mir gerade aufgefallen ist, dass es nicht so aus dem Lauf rausgeht. Ne? So, laufen hoch und runter und alles bestens. Na, schade. Egal. Sollte kein Problem für uns sein. So, da ist das Gangquartier. Den Anführer unbemerkt töten, gefangene Rooks befreien. Wie immer. So, den Anführer unbemerkt töten, ist vielleicht noch möglich. Ach so, unbemerkt, ne? Die dürfen mich danach ja auch nicht sehen. Das ist vielleicht nicht ganz so einfach. Aber ich kann auch pfeifen, oder? Nicht hier irgendwie. Wie war denn das? Nein! So viel dazu. Na, so viel zu dem unbemerkt. Na gut. Jacob kann ja prügeln. Das ist dein letzter Kampf. Ja, das war schön aus dem Handgelenk. Wirf ihn runter, wirf ihn runter. Gemetzelt. So, wo ist der nächste? Da unten? Solange ihr alle einzeln hochkommt, ist mir das Ganze egal. Und weiter. Kopfnuss und schön abgemetzelt. So, 7 von 9. Wo willst du denn hin, Jacob? Wirst du mal dem netten Herrn da hinterherlaufen?
Das wäre echt Knorke von dir. Hast du mich jetzt... Ach. Jacob, was machst du denn? Ich geh doch da hoch. Ja, Gefangene befreien. Scheiße, das hätte alles geklappt, wenn du einfach da die Mauer hochgegangen wärst, anstatt hier irgendwas. Ich kann nicht schneller drücken, als dass ich drücken kann. So, dafür wirst du jetzt einen extra grausamen Tod sterben. Gibt's gar nicht. So, und du dämlicher Anführer, ne? Es ist mir scheißegal, ob ich dich jetzt unbemerkt töte. Tot bist du jedenfalls. So, Ende im Gelände. So, jetzt bin ich Enrage gegangen und gleich gehe ich wieder Enrage. Passt mal auf, Leute. Jetzt geht's los. Meine Fresse. Jawoll, ja. Gangquartier abgeschlossen. So, das gehört wieder uns. So, was ist das nächste? Kinderbefreiung. Erstmal eine Kopfgeldjagd. Denn Kinderbefreiung ist eher Ibis Sache. Da müssen wir nicht wieder schleichen. 24 Raben in einer Pastete. Was? Was? Spinnt ihr eigentlich alle? Eieiei. Wie soll ich den... Haut der jetzt eigentlich ab, oder? Muss ich den einfach nur töten. Einfach so stupide draufkloppen. Das haben wir ja nicht. Können wir was... Ach. Einfach mal aus dem Handgelenk schießen oder so. Das wäre doch mal ganz cool. Geht doch bestimmt, oder? Na komm, einen hast du noch, ne? Haha. Oh, Ziel entkommen. Okay, das ist war ganz komisch. Das habe ich glaube ich noch nicht begriffen. Ich glaube, ich muss alles ganz schnell killen, beziehungsweise einfach nur den Anführer ganz schnell killen. So, diesmal gehe ich aber mit Rooks dahin. Warum kürfen wir uns nicht am Haus? So, das ist eine neue Kopfgeldjagd. Also. Lasst uns etwas Unruhe stiften. Ich bin das irgendwie. Bitte? Ah, Jesse Butler. Ihr Leben zurückbringen. Ja, 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 das ist okay. Wo ist er denn? Ah, ja, okay. Da ist schon wieder die Bulente. Ich würde gerne hier hoch, Jacob, jawohl. Mach hin. Jamie, hilf mir! Ich werde verfolgt! Was hab ich getan? Nee! Scheiße, ich brauche eine Kutsche! Komm! Kutsche! Schneller, schneller, schneller! Dabei hätte ich es fast geschafft, ihn gleich zu rammen. Dumm gelaufen, würde ich sagen. Egal, kriegen wir trotzdem. Alles kein Problem. Kutsche aus dem Weg. Ich hab Vorfahrt. Eine Assassine. Mit Jacob Fry habe ich immer Vorfahrt. Das Problem wird gleich wieder aufs Dach zu steigen und darüber zu springen. Ach, komm, mach Ruhe. Ja, so wird das nichts. Jetzt muss ich erst daneben. Nee. Ja. Kutsche entführen. Komm, 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 hopp. Komm, 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 hopp. Und ram. Rammeln. Ich rate dir, ja. Hineinstoßen in die Kutsche. Was soll das? Und fahren. Fahren. Holt mich hier raus. Fahren. So, wo muss ich ihn abliefern? Und wir muss ich nur kurz umdrehen. Das kriege ich aber auch noch hin. Nachdem ich ihn so elegant vom Kutschbock gestoßen habe. So, und du bist jetzt ruhig da, Jesse Butler.
dir habe ich gleich was ganz Besonderes vor, also keine Sorge. Kommst auf jeden Fall noch gut weg. Hoffe ich für dich. Und gleich, dass wir nicht mehr meine Obhut, dann kann ich dich auch nicht mehr beschützen. Mädchen. Elender Gangster-Boss. So. Hätten wir. Sogar lebend diesmal, Leute. Sogar lebend. Er fühlte sich wohl zu höheren Berufen. Frederick Eberlein. Ach ja, ich muss ja drücken. Fortsetzen, bitte. So, es geht langsam. Voran. Na gut, ich stehe gerade hier neben. Dann machen wir als nächstes die Kinderbefreiung. Aber natürlich, wie schon angesagt, mache ich das mit Evie. Einmal kurz wechseln. Denn sie kann eindeutig besser schleichen und das ist da ja immer vom Vorteil. So, hoch. Naja, meinetwegen auch da. So, und darüber. Also der Seilwerfer gefällt mir immer besser, nachdem ich dann erstmal mitbekommen habe, wie das alles läuft. Kein Alarm auslösen, 6 Kinder befreien. So, Eingang. Einen Eingang finden. Das wird erstmal wieder das Schwerste wahrscheinlich. Vielleicht hier. Nee. Kann doch nicht sein, dass es hier wieder nirgends einen Eingang gibt. Ich meine, ich werde ja wohl kaum in den Haupteingang reinspazieren können. Aber vielleicht ist hier ein Doppelattentat drin. Ein doppeltes Attentat. Das war wieder nur einzelnes Attentat. Ah, scheiße. So, komm her. Hohle Frucht. Okay, es sieht alles ruhig aus. Das ist schon mal gut. Dennoch. Eingang. Aha. Da gibt es endlich mal einen Eingang. So, gleich Entdeckung. So, da ist einer. Oh Gott, das sind ein paar viele hier gerade. Aber genau, komm du mal rum. Komm mal rum. Komm mal rum, mein Lieber. Das war sehr gut. So, da ist der Vorarbeiter. Der kommt auch gerade. Ja, den werde ich aber so nicht töten können. Es sei denn, ich möchte selbst ganz schnell sterben. Ich sollte meine Hunde mitbringen, um euch anzutreiben. Ein kleiner bisschen die Waden wirkt manchmal Wunder. Na gut, die Vorarbeiter hat's erwischt. Jetzt die Frage. Kein Alarm auslösen ist natürlich das. Ich kann's vergessen. Okay, dich habe ich noch erwischt. Ist die Frage, ob irgendwer anders jetzt vielleicht. Nee, du möchtest auch keinen Alarm auslösen, ganz sicher nicht. So. Naja, es werden halt immer weniger, ne? Es ist immer noch die Frage, reicht das oder nicht? Wird man halt sehen. Aber, wie gesagt, so. Okay, du möchtest natürlich schießen. Sollst du machen. Vorher bist du tot. So, Konter, tot. Genau. Und wagt es nicht, die Kinder zu töten. Dann gibt es hier richtig aufs Maul, Leute. Das kann ich euch aber sowas von garantieren. Sehr schön. Was? Nix einbringen, den kannst du vergessen. Befreien, jawohl. So, 2 von 6 haben wir. Dann macht das jetzt 4 von 6 draus. Sind die anderen? Da oben sind die. Okay, schnell hin, schnell hin. Eventuell haben wir es dann auch schon. Ah, da ist ein Polizist. Den noch schnell befreien. Jawohl, 6 von 6, kein Alarm. Muss ich jetzt noch entkommen? Nein, das war's. Sehr gut.
Sehr gut, Leute. Lambeth gehört bald wieder uns, wenn es so weitergeht. Okay, für diese kleinen Nebensachen gibt es immer nur 250 XP. Merken, plus 125 mit Bonusziel. Also da ist das Bonusziel ja mal richtig wichtig, kann man sagen. Richtig, mächtig, wichtig. Kinderbefreiung abgeschlossen. Sehr schön. Okay, bis jetzt sehe ich nur noch, dass es zwei Ziele sind. Einmal die Templerjagd, die wir jetzt wieder als nächstes machen. Okay, wieder falsche Taste, wie üblich. Bin ich zu doof dafür. Zu Jacob wechseln wieder. So, mal ein paar Rooks rekrutieren. So, 260 Meter. Kriegen wir eine Kutsche oder müssen wir da rennen? Schauen wir uns das Ganze mal. Ah, hier ist ja eine Kutsche. Hallo, tut mir leid, ich bin Arzt. Ich muss das mal kurz nehmen, das Gefährt. Ich muss zur Templerjagd. Ja, danke. Danke, danke. Kein Problem. Auf geht's. Bonanza. Frau, aus dem Weg. Okay, die Templerjagd. So viel Templergebiet ist da gar nicht. Das wird. Okay. Das erste Ziel wird sein, erstmal den Schützen da oben außer Gefecht setzen. Uns eine taktisch günstige Position einzuverleiben, so. Das hätten wir erstmal. Und jetzt gehen wir erstmal wieder ein hoch. Ja genau, das habe ich mir nicht beinahe gedacht. Deswegen gehe ich nämlich auch wieder ein hoch. Ach du Scheiße. Francis Fletcher. Das war doch eher gerade den. Und wem dient ihr? Dem Großmeister. Ein dann dürft ihr jetzt gehen. So. Ein Doppelattentat auf die Ziele ausführen. Ja. Oh nein! Auf den Falschen! Auf den Falschen! So, Fletcher. Eieiei. Genau, das ist das richtige Gemetzel für Jacob. So muss das sein. Ich glaube, ich habe aber nichts so was wie eine Rauchbombe mehr, oder? Leider. Egal, weiter, weiter. Dabei, Ivan. Dabei. Ach, surreale Musik da im Hintergrund. Ich finde das lustig. So. Brechen, ausweichen, töten. Josephine Fletcher. So, weg. Auch weg. Das war die Kehle, das war die Kehle, das tat weh. Anonym werden. Ja, sollte nicht ganz so schwer sein, denn hier lebt ja keiner mehr. Der mir noch gefährlich werden könnte. Das war keine Templerjagd, das war ein Templerabschlachten. Und das ist schon heftig, dass Jacob das einfach kann. Der ist echt ein Monster. Auf Monster geskillt ist der. Oh ja, meisterhaftes Rubinkukri. Und damit gehört ein Riesenstück Gebiet wieder uns, Leute. Richtig cool, damit fehlt nur noch eins, dann haben wir Lambeth befreit. Okay, das ist auch gleich das nächste. Noch eine Templerjagd. Aber erstmal möchte ich gucken, meisterhaftes Rubinkukrin. Wo und wie bekommen wir das? Herstellung, Ausrüstung. Assassin Kukri, Henrys Kukri. Glanz des Adlers Kukri. Meine Fresse. Oder ist das einfach unter Inventarwaffen? Die kann ich einfach anlegen. Weil wir das ja quasi gerade bekommen haben, ne? Nee. Da ist es nicht. Vielleicht weiter unten. Ah ja, den Kukri. Wenn ich den upgrade. Cool. Aber anlegen kann ich ihn nicht, oder? Scheiße, wir benötigen Level 6. Nein. Das ist doch doof. Egal. Kutsche schnappen. Auf den Kukri warten.
und den letzten Templer jagen. Sachte, sachte. Ne? Ja. Du bist ein gutes Pferdchen. Plötze! Falsches Spiel, tut mir leid. Oh oh. So, wir nähern uns wieder dem Gebiet. Oh, habe ich dich gerammt? Tut mir leid. War volle Absicht. So, ich muss jetzt erstmal hier hoch irgendwo. Erstmal wieder von erhöhter Position angreifen. Das können wir nämlich. So, Clyde Striker und Ada Striker. Die Striker Sisters. So, einer weg. Das Ziel nicht mehr als zwei Zivilisten töten lassen. Na gut. Try-and-Error-Verfahren, würde ich sagen. Hier hinten haben wir irgendwo noch einen Schützen. Ja, ich glaube, da muss ich mich ein bisschen drum rumschleichen. Zumindest versuche ich es mal. Kommt natürlich wieder gerade zurück, ne? Soll ich erstmal zeigen, wann er raufkommt? Ich kann dir auf jeden Fall zeigen, wie man hier wieder runterkommt und dich tötet. Ja, ich glaube auch. Hoffentlich bemerken die mich nicht. Ganz schön viele. Das wird ein Hammerkampf jetzt gleich. Wenn ich es nicht schaffe, die Meute noch ein bisschen auszudünnen. Irgendwie sehen die alle gleich aus. Und seine vermaledeite Frau, Schwester, keine Ahnung. Was haben wir denn alles Schönes noch hier? Wir haben mal ein paar halluzinogene Bolzen. Können wir ja mal ein bisschen nehmen, ne? So. So, kämpft mal alle gegeneinander. Du bitte auch. So, jetzt sollen sie sich mal gefälligst selbst ausdünnen. Muss ich ja nicht immer alles machen, ne? Kostet zwar gleich wieder ordentlich, wenn ich alles nachkaufen muss, aber so ist das. Für den Spaß, dass sie sich selbst töten, mache ich das doch gerne. Siehst du, ich muss nicht mal was machen. Tja, jetzt muss ich noch aus dem Gebiet entkommen. Das war doch mal quasi leicht verdientes Geld, beziehungsweise leicht verdientes Gebiet. Schönchen. So habe ich das gerne, mir selbst nicht die Hände schmutzig machen und trotzdem das bekommen, was ich will. Komm, und hoch. Jawohl. Und schon bin ich aus dem Gebiet raus. Na komm, noch ein Stück. Jawohl. Templerjagd abgeschlossen. Hui, hui, hui. Und damit ist das letzte Gebiet auch unseres. Lambeth gehört gänzlich uns. So soll es sein. So wird es immer wieder bleiben. Ach genau. Das letzte ist ja immer ein Bandenkrieg. Den wollt ihr echt haben. Den Bandenkrieg. Mit Jacob und Ivy. Ihr seid so dumm, dass ihr das echt machen wollt. Na gut. Wie gesagt, machen wir die Folge ein bisschen länger, hatte ich angekündigt. Und machen wir den Bandenkrieg noch zum Schluss. Das wird ein Fest der Metzelei. Ich freue mich. Da wird auch nichts. Nichts von wegen, ich schleiche mich da rein. Das wird ordentlich. Ordentlich gemetzelt. So, Drehpferdchen. Los, dreh ab. Jawohl, ja. Wuhu. Sachte, ne? Wir müssen mal gucken. Ich will aber noch an ein paar... Oh, Moment. Jetzt mache ich erstmal Folgendes. Ich hab, da hinten habe ich gerade erstmal alles kaputt machen und da habe ich noch einen Laden gesehen. Den sollte ich jetzt wirklich mal kurz aufsuchen. Und die Kiste sollte ich auch mitnehmen. Würde ich sagen. Ding. Oh ja, Chemikalien, Metall, das ist gut. Der Laden, wo ist der? Da hinten. Jetzt muss ich kurz mal einmal auffrischen, ansonsten
wird der Bandenkrieg vielleicht doch noch etwas schwierig. Bitte einmal alles. 2500! Ihr spinnt doch alle. Okay, dann, wie gesagt, nochmal an ein paar Rooks vorbei. So, mindestens 3 habe ich mir vorgestellt. Achso, hier stehen schon 2. Bleib wachsam, ja? Hier steht noch einer. Okay, und jetzt, ja, haben wir 3. Mehr sehe ich gerade nicht. Soll auch kein Problem sein. Vorerst. Ah, da ist noch einer. Also mindestens einer. Die nehmen wir auch mit. Ich dachte, das ging gerade. Achso, das sind 3 oder was sind das? Deswegen geht das nicht. Das ist ja scheiße. Vielleicht hier noch einer oder so? Kann ich nur 3 bis jetzt, weil ich das Upgrade noch nicht gekauft habe. Das ist natürlich möglich. Ist aber auch nicht so schlimm. Dann gehen wir mit 3 da rein. Außerdem sind ja schon wieder genug Rooks. Daran soll es also nicht scheitern anscheinend. Schließ dich uns an, Jacob. Wir treten in einen Kampf um dieses Revier gegen die Blighters an. Ja, würde ich sagen, da schließen wir uns aber ohne Bedenken an, ne? Ohne groß nachzudenken, einfach rein in diesen Bandenkrieg. So, nochmal ganz kurz die Kehle angefeuchtet und Finger knacken lassen. Controller ein bisschen abwischen, damit er nicht so schwitzig ist. Und dann geht's los. Jacob Fry in einem Bandenkrieg gegen... Ich weiß es gar nicht. Mr. Cletus Strain und die Blighters haben die Rooks zu einem Bandenkrieg in Lambeth aufgefordert. Besiegen sie ihn, gehört der Bezirk ihnen. Achtung, ist ein bisschen sadistisch. Das macht gar nichts. Wir können auch so richtig sadistisch werden. Das werden wir euch gleich mal zeigen. Zwölf Blighters eliminieren. Einfach drauf. Einfach drauf. So, weiter geht's. Jacob, der Metzelmeister. Jawoll. Es geht voran. Na los. 8 haben wir. So, wieder einer mehr. Ich renne schon mal nach hinten. Der wird doch bestimmt gleich abhauen, oder? Haust du ab? Haust du ab, mein Süßer? Ihr macht das schon, ne? Ein 30er Kombo, nicht schlecht. Ey, da steht Do Not Cross. Hehe. Na komm. Du wolltest doch gerade gegen angreifen. Ich hab's doch genau gesehen. Ach Mist, falscher Bolzen. Eigentlich wollte ich dir ein Messer reinhauen. Lockst du ab? Echt? Na gut, selbst schuld. Kriegst halt richtig die Fresse dick. Soll das werden? Meinst du, ich sehe nicht, dass du mich angreifst? Kannst du aber vollkommen knicken. So. Autsch! 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 Du mal spinnst du? Na komm, greif an. Haha. Und weiter geht's. Was? Du stirbst? Au! Au! Was soll denn das? Au! 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 Na komm. Weiter geht's. Ich werf dir auch gern noch ein paar... Was zum Henker hast du denn schon wieder vor? Au, 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 au. Au, das tut doch weh. So, pass mal, jetzt gibt's Ärger. Jetzt pass mal auf. Jetzt werfe ich dich wieder mit Messern ab.
Gucken, kannst du auch. Achso, ich muss jetzt nachladen. Das kannst du vergessen. So, weiter. Komm. So, jetzt. Oh nein, jetzt macht er wieder seine sadistische Ader. Kann ich da eigentlich irgendwie ausweichen? Sieht nicht so aus. Der haut einfach zu und ich kann nichts gegen machen. Aber es geht voran. Er ist auf jeden Fall auch nicht mehr der frischeste hier. Ey, echt jetzt? Ich kann ihn absolut mit solchen Waffen nicht treffen. Na gut, wie er meint. Okay. Nee, weg, Jacob, weg, Jacob. Weg, weg, Jacob. Weg, Jacob. Weg, Jacob. Ja, scheiße. Eben gerade habe ich es begriffen, wie es anscheinend geht. So, noch zwei Medizin habe ich. Alter. Sehr schön. Und ja, er hat gesessen. Und weiter. Weiter, Jacob. Na, kommt jetzt wieder sein Schlagabtausch. Der. Ah, Mist. Jawohl. Erstmal wieder weg. Bin einfach mal wieder weg. Okay, der rennt mir hinterher. So, jetzt gehe ich auf jeden Fall weg. Jetzt hat er wieder seine blöde Rauchbombe geworfen. Ja, mittlerweile klappt das mit dem Kontern auch relativ gut. Ja, sehr gut würde ich noch nicht sagen, aber... Ja, aber es geht runter, es geht voran. Okay, jetzt macht er wieder sein Special. Gekontert. Nochmal. Jawohl. Sehr gut. Diesmal müsste es doch klappen irgendwie. Wieder weg. Mist. Mist. Weg. Ja. Ich nehme nochmal eine Medizin. Eine haben wir sogar noch. Aber die brauchen wir nicht mehr. Jawohl, Leute, wir haben's. Clytus Strain, Gang-Anführer, eliminiert durch Jacob Fry. Muhahaha. Ladies and Gentlemen, wir sind Jacob und Evie Fry. Und von diesem Moment an arbeitet ihr alle für uns. Sehr, sehr schön. Der nächste Bezirk, der uns gehört. Lambeth für 100% erobert. Upgrade. Bombe Rang 2. Galvani-Bombe müsste es gewesen sein. Schauen wir uns das mal an, wie schön das jetzt aussieht. Ach, herrlich. Herrlich. Was haben wir hier eigentlich? Illustration, ja, ja. Hier haben wir noch so dann noch so ein paar Entführungen und eine Charles Dickens-Erinnerung, die wir nicht mehr heute machen werden, sondern irgendwann. Aber den Bezirk haben wir auch. Von daher, ich freue mich. Ja, war ziemlich anstrengend. Den Zivilisten beschützen. Gerne, ich hau euch einfach beide hinten. Lasst uns Spaß haben, sagt er. Klar, ich töte einfach nur aus Spaß, mache ich sowieso immer. So, das letzte, was ich in dieser Folge noch machen möchte, ist diese neue Fähigkeit kaufen. Verstümmeln 1. Und jetzt haben wir Level 5 erreicht. Jawohl, ja, Leute. Es geht voran, es geht voran. Und das heißt, wir können auch gleich verstümmeln. Ach nee, können wir nicht. Wir brauchen 4 Punkte dafür. Schade. Jacobs erfolgreiche Angriffe bringen Gegner wesentlich schneller an den Rand des Todes. Aber darauf sparen wir natürlich. Ja, und dann möchte ich mich von euch verabschieden. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht, wie ich mich mit Jacob und Evil durchgemetzelt habe. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn wir mal wieder ein bisschen die Hauptmission machen werden. Also, macht's gut, Leute. Ciao, ciao.